Ja, hey zusammen, es geht weiter mit Dream. Das Ding hier, das fehlt noch. Das ist das letzte Rätsel hier von diesen Lichterrätseln. Dann haben wir das hier erledigt. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Ich mache das jetzt ganz schnell. Oh, was ist denn hier los? Es bewegt sich ganz komisch. Das ist alles in allem so ein bisschen... Alter, was ist das denn hier bitte? Vielleicht hätte ich die Infos doch ernst nehmen sollen. Was denn für Infos, Mann? Was redest du? Warum ist hier alles so schief? Das kommt mir viel größer vor als die anderen. Die Hälfte. Ja, die Hälfte der Lichter ist aus. Alter, es ist total schwierig, das zu steuern. Mann, 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 Mann. Oh, es ist total... Also die Leute, die irgendwie Motion Sickness haben oder so, ihr wisst, das ist das, wenn einem schlecht wird bei solchen Spielen. Das ist ja ganz schlimm hier an der Stelle. Ich habe das ja persönlich nicht, aber ich finde das auch schon ziemlich eklig. Und ich weiß nicht, wo hier noch Lichter sein sollen, vor allem sieht man die Lichter kaum. Nein! Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ach Mann, wie viel sind das denn noch? Vor allem... Wo sind die noch Lichter? Wo? Freunde, wo? Oh, das ist mir auch schlecht. Das ist doch widerlich, oder? Ganz ehrlich. Das ist doch widerlich. Ich sehe hier keine Lichter mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss hier raus, und zwar ganz dringend. Ganz schnell. So. Zwei Stück haben wir noch. Wo ist der Eingang, wenn ich mal fragen darf? Out. Da vorne, okay. Das heißt, hier geradeaus durch? Nee, das geht nicht. Ah, hier. Du kommst hier rein. So rum. Und dann müssen wir einfach gleich an der Einmündung geradeaus. Und dann ist der einzige Weg, der geht. Ja, hier die sind's. Die zwei waren's noch. Okay. Das ist doch super. Und das war der letzte. Jetzt sollte ich am besten das Computerprogramm nochmal starten. Vielleicht finde ich ja jetzt einen Weg nach draußen, nachdem alle Labyrinthe verschlossen sind. Ja, hoffen wir das doch mal. Hoffen wir das doch mal. Es ist ja, also ich bin ja normalerweise, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, nicht so der Rätsel-Fan. Okay. Hat er wohl gemacht. Please finalize the process. Was können wir denn noch machen? Complete. Aha. Navigator. Wüsste ich auch mal gerne. Es schneit. Ich bin normalerweise ja nicht so der Rätselspiel-Fan, aber bei dem hier finde ich es ganz okay, weil... Alter, wir fliegen hier hoch. Weil irgendwie sind die Rätsel jetzt nicht wirklich schwer. Also... Ist das Schnee? Das ist wie damals, wenn Onkel Ed ein neues Buch anfing und das erste leere weiße Blatt in seine Schreibmaschine sperrte. Dann sagte er immer, jedes neue Blatt Papier... ist wie ein neuer Anfang, Howard. Ein neuer Anfang für was auch immer du dir wünschst. Neue Hoffnung, neuer Beginn und unendlich viele neue Möglichkeiten. Oh, Mann, ist das hier vielleicht kalt. Okay. Und wir haben wieder ganz viele neue Wege. Das ist ja mal sehr interessant. Von der Wüste aus, hier einfach in die Schneelandschaft. Ich würde sagen, ich nehme einfach den erstbesten, oder? Gibt es hier mehrere? Ne, hier geht es zum Beispiel nicht weiter. Dann gehe ich mal hier lang. Ich gehe einfach mal hier lang. Ach, das ist ein Portal. Guck mal. Dann nehmen wir das doch mal. Bin ich ja mal sehr gespannt, wo wir dann hinkommen. Onkel Ed, alles klar. Das war also der Onkel gewesen. Der Ed. Ist er gestorben? Oder was ist mit dem passiert?
Ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Der Typ, den wir hier spielen, der scheint ja auch so ein bisschen, ja, so eine verwirrte Persönlichkeit zu sein, beziehungsweise jemand, der vielleicht nicht nur so viel Glück hatte im Leben. Bisher. Das wird sich jetzt natürlich alles ändern. Was ist denn jetzt hier los? Sieht irgendwie ein bisschen schwach beleuchtet aus, alles. Es ist wahrscheinlich mitten in der Nacht gerade. Wir sind aufgewacht, vermute ich mal. Was auch immer das jetzt war. Strom oder was? Hä? Bringt das was? Was ist das hier auf dem... Oh, wir leuchten. Was ist denn hier los? Okay, alle Türen sind irgendwie locked. Warte mal, kann ich das hier entsperren vielleicht? So. Nee, das bringt gar nichts. Na gut, ich würde sagen, das ist einfach zugemauert, okay. Den Dachboden kann ich auch nicht mehr aufmachen. Dann gehen wir doch einfach mal. Licht geht nicht mehr. Doch, geht noch. Ist das eine Überwachungskamera? Was hat der denn? Ist das immer noch ein Traum hier? Wahrscheinlich, ne? Das Bad geht auf. Oh Gott. Get. Oh nein, es ist falsch rumgeschrieben. Get our own place. Okay, habe ich nicht ganz verlesen können jetzt. Was ist das Wort da? Get your own place. Ach so, such dir deinen eigenen Platz. Ach Mann, die Fenster sind zugemauert. Ach hier, guck mal. Im Spiegel könnten wir es lesen, ja. Get your own place. Was ist das? Also, ich meine, klar, das ist Blut, aber was schwimmt da drin rum? Sieht aus wie Orangen oder so. Nee, Enten. Guck mal, das sind Quietsche-Enten. Ach, wie schön. Guck mal, die Kamera verfolgt uns. Oder? Ja, eindeutig. Na gut, gehen wir mal runter. Ist immer noch genauso wie vorher hier? Oder nicht? Was sind das hier für Dinger? Noch eine Kamera. Wo ist das Telefon? Ich möchte mal gerne rangehen. Wir sind einfach so mega Steine drin. Oh. Ich wollte das nicht. Was war das denn jetzt? Ich will hier wieder raus. Lass mich gehen. Ich verstehe es nicht ganz. Wo war denn jetzt das Telefon? Mach's weg. Komm. Ich komme hier nicht mehr raus. Warte mal, ich mache mal eben Licht wieder an. So. Muss ich jetzt hier... Ach so, hier ist das Telefon. Beep. Hallo Howard. Ich habe dich beobachtet. Hab deinem armseligen kleinen Leben zugesehen, während du dich durch deine lächerlichen Träume kämpfst. Also wirklich, was erwartest du eigentlich von diesen sinnlosen Animationen? Durch die wirst du doch nie zu einem besseren Menschen. Das ist etwas, was niemals jemand schaffen wird. Ich beobachte dich. Jeden Tag in deinen Träumen und bei deinem schwächlichen Versuch einer Existenz. Du Wow. findest ja noch nicht einmal deine Richtung im Leben. Du tappst einfach nur herum, nimmst immer den einfachsten Weg und lässt dich allenfalls von anderen dazu drängen, etwas zu versuchen. Du bist einfach erbärmlich. Du ekelst mich an. Du stolzierst in dem großen Haus herum, als hättest du ein Recht, hier zu wohnen. Was hast du jemals vollbracht, das dich auf die überhebliche Idee bringt, das Haus gehöre dir? Denkst du nicht eher, dass er es dir vererbt hat, weil du ihm leid tatest? Weil er wusste, dass du nie etwas aus deinem Leben machen würdest und dass du alle Hilfe nötig hättest, die du kriegen kannst. Denn mehr ist es nicht, Howard. Nur Mitleid. Du hast ihm leid getan. Du musst wirklich stolz auf dich sein. Ich bin immer zusammen mit dir hier drin. Und das macht mich echt krank. Das ständige, sinnlose Herumwirbeln. Die Angst, die mich bei jeder deiner tragischen, zaudernden Entscheidungen wie eine Ohrfeige trifft. Warum kannst du nicht endlich mal Rückgrat entwickeln? Denn das könntest du, weiß Gott, gebrauchen. Es wird Zeit, dass du dich dem Leben stellst, es dir greifst und ihm in den Hintern trittst. Benimm dich endlich wie ein Mann. Werde die verdammten schwarzen Würfel los, die mir heillos auf die Nerven gehen. Solange du du bist, Howard, werden sie nicht verschwinden. Du denkst, es wäre zu spät.
Auch wieder eine von deinen Trägheitsanwandlungen. Du willst es noch nicht einmal versuchen. Lass mich dir eins sagen. Wenn du etwas versuchst, bringt dich das weiter, als wenn du es nicht versuchst. Hast du dir das schon jemals überlegt? Wohl kaum. Was meinst du? Wirst du das irgendwann mal ausprobieren? Wenn du es tust, musst du mir unbedingt Bescheid sagen. Ich hätte gern mal wieder was zu lachen. Adieu, Howard. Vergiss nicht, ich beobachte dich. Versuch doch wenigstens ein einziges Mal, mich zu beeindrucken. Und keine Sorge, ich werde nicht zu viel erwarten. Okay. Der Typ redet ganz schön viel. Ganz schön viel bescheuerte Scheiße, aber manche Sachen sind auch gar nicht mal so dumm. Ja, wenn du etwas versuchst, ist es besser, als wenn du es nicht versuchst. Beziehungsweise bringt dich das weiter, als wenn du es nicht versuchst. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Warum komme ich nicht mehr raus? Das ist, hier, chinesische Nudeln oder so. Warum auch immer wir uns das angucken können. Das ist Bier. Das ist... Was? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Was soll denn der Mist? Warum komme ich nicht mehr raus aus dem blöden Raum? Kann doch nicht sein. Mach auf! Ich versteh's nicht, ne? Was kann ich denn hier drin noch machen? Soll ich mir alles einmal angucken? Cooking for one. Kann ich mir das auch noch angucken? Nö. Komisch. Im Kamin was? Irgendwas hier? An der Uhr? Hier kann ich nur immer an- und ausmachen. Verstehe ich auch nicht, was das soll. Schach. Können wir drauf rumlaufen, guck mal. Nochmal das Telefon? Nee. Oder? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Lass mich bewegen! Bitte, zerlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Was zum Teufel? Wer bist du? Und was bist du überhaupt? Und wieso kennst du meine Träume? Ach so. Weißt du was? Du weißt absolut nichts über mich. Also komm von deinem hohen Ross runter. So hoch oben dürfte die Luft ziemlich dünn sein. Ich treffe meine Entscheidungen selbst. Tue ich das? Ja, das tue ich. Und warum sollte man sich nicht mit dem Strom treiben lassen? Das ist einfacher, als jeden Tag zu kämpfen. Was für einen Sinn hätte es denn zu kämpfen, wenn ein das Leben ohnehin mal hierhin und mal dorthin zwingt? Wenn ich dich durch die Art, wie ich bin, so sehr nerve, warum kommst du da nicht her und sagst mir das von Angesicht zu Angesicht? Also ich denke, du bist derjenige, der sich hier mal ein Rückgrat zulegen sollte. Und was das Haus betrifft, da habe ich meinen Teil beigetragen. Auf gewisse Art. Er hätte es mir nicht hinterlassen, wenn er nicht geglaubt hätte, dass ich es verdiene. Und ich verdiene es sehr wohl. Jawohl, das tue ich. Tue ich das? Oh Mann. Wer immer du auch bist, lass mich einfach in Ruhe. Du kennst mich nicht, also steht hier auch kein Urteil über mich zu. Und der Grund, warum ich träume, geht dich absolut nichts an. Und nur zu deiner Information, ich kann träumen, was zur Hölle ich auch immer will. Selbst wenn das nicht deinen Ansprüchen entspricht. Ich komme durch die Dinger durch, also muss ich ja wohl irgendwas richtig machen. Das stimmt doch, oder? Ich bin fest entschlossen, diese schwarzen Würfel loszuwerden. Also, warum zum Teufel rede ich überhaupt mit dir? Oh Mann, leg auf, Howard. Oh, noch eins. Die Träume sind meine Träume. Also hau ab und such dir selbst welche. Warum habe ich gerade... Langsam drehe ich durch. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass der Typ, der da gerade mit uns gesprochen hat, das warst du selbst. Das warst du einfach nur selbst. Nichts weiter. Und ich komme da immer noch nicht raus. Jetzt lass mich doch mal einfach hier raus aus dem Raum. Was ist denn hier los? Muss ich nochmal auf das Telefon klicken? Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Was macht hier eigentlich überhaupt diese ganze Zeit die Musik? Ich kann nichts mehr machen hier in dem Raum, das ist doch Quatsch. Lass mich jetzt einfach gehen. Licht aus vielleicht? Nee.
Muss ich irgendwas an der Überwachungskamera machen? Oder hier auf den Bildschirm gucken? Auf den Fernseher meine ich. Ist da wer? Nee. Ach, das ist das Radio hier, okay. Upsa. Hä? Ach, guck mal. Das ist eine Art Rätsel. Die Tür ist wieder auf, okay. Verstehe ich nicht, aber ist auch egal. Wir gehen mal weiter, ne? Wir gehen mal weiter. Warum ist da ein Glas mit einer Feder drauf? Was sind das hier, Federn mit Gläsern? Federglas? Ne. Dann nicht. In welchen Raum als nächstes? Ich würde mal sagen, in die Küche. Da haben wir gerade die Kameraaufnahme gesehen. Hoffentlich fällt die Tür nicht wieder zu. Ich habe keine Lust, nochmal so ein komisches Rätsel. Was ist denn hier los? Hat er auch getrunken oder was, der Typ? Kühlschrank ist auf jeden Fall umgefallen. Ich könnte es mir ja gut vorstellen. Das passt irgendwie alles so. Überwachungskameras, was hat das zu sagen? Das weiß ich nicht ganz. Ach ne, Schubladen lassen wir jetzt zu. Ich gehe mal noch hier reingucken. Das geht gar nicht auf. Okay. Na gut. Ich sehe hier auch kaum was. Gibt es irgendwo Licht? Ja, hier ist ein Lichtschalter. Ach nee, das jetzt macht's nicht gerade besser, kann man so sagen. Warum komme ich hier nicht rein? Ist doch kacke. Naja, vielleicht ist es nicht dafür gedacht, dass ich da reinkomme. Was kann ich hier machen? In dem Raum, der muss ja auch für irgendwas gut sein. Beziehungsweise der muss ja eigentlich jetzt als letztes für irgendwas gut sein. Diese Kameras, ne? Das ist ganz komisch. Sind ich hier, ne? Messer und so? Ne? Dann halt nicht. Okay, die mittleren gehen echt nicht. Naja, ich würde sagen, wir sind auch fast schon wieder am Ende des Parts angekommen. Ich weiß gar nicht, vielleicht... Ach, vielleicht hat sich ja oben was verändert. Wir gehen mal gucken. Rennen bringt hier nichts. Ich kann nicht schneller als so. Und, ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Hier ist nach wie vor... Ach, guck mal, hier, die Beine sind auf. Ja. Jawoll. Ah, das ist hier der Raum vom Onkel. War das der Raum vom Onkel? Ich weiß es gar nicht genau. Ah, okay. Nochmal hier drüben reingucken. Uiuiui, es ist dunkel. Licht an. Die Musik ist ja super. Immer noch 0 Uhr. Das ist ja eine Überraschung. Ach, guck mal, hier kann ich ein Rätsel lösen. Nur die Frage, wie. So. Hier drin ist nichts mehr. Alles klar. Dann müssen wir jetzt irgendwo einen Code finden für dieses Rätsel. Aber das machen wir definitiv erst im nächsten Part. Ich finde, es wird langsam sehr interessant. Und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht schon direkt gesagt habe, ich spiele es nicht weiter. Es geht beim nächsten Mal weiter. Und zwar mit Dream. Bis dahin.